Der Jatak fährt die A1 runter und dann warten wir da an Wartet der doch auf der Ausfahrt. A1 an der Tankstelle. Nein, Ja, aber wir sind da nicht so kommen wir weit gar nicht oben. hin, Julian. Wir sind weiter unten. Wir warten Also. einfach an der Einfahrt, wo wir reinkommen von der A2, warten wir einfach. Genau. Einfach an der Ausfahrt, wie wir es eh immer tun, Also mitten am auf dem Autobahnkreuz. Streifen. A1, A2. Autobahndreieck. Oh, warte mal, das ist Nein. eine Kollision. Ich will, dass das ein Kreuz ist. Ich dachte, Das es ist aber ist eine nur ein Collision Dreieck. Zone. Warum Ich kann ich will das nicht aber. fahren? Oh, da ist eine Laterne. Du musst Gas geben. Nee, da ist Mann, eine die bin Laterne. ich. Was denn? Ich bin doch nur hinter dir. Ja, ich will's nur sagen. Wenn ich hinter dir bin, passiert nicht so viel gefährlicher, als wenn ich vor dir fahre. Ja, das wird nie wieder passieren. Oha, oha. Wenn du mit Voll die deiner Renault Kampfansage. Schnarch Edition da kommst, ja nicht an meinem Oha, Actros vorbei. oha. Wir müssen links. Das ist aber ganz schön gemein. Ich wurde jetzt in den letzten 15 Minuten zweimal umgeschmissen von einer Renault Schnarch Edition. Man kann das auch eigentlich Renault Fick Edition nennen, weil das ist nicht. Ey, piep, piep, Ey! piep, 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 Ach so, wegen Flachlegen und so. Ja, genau. Ah. Okay. Popper. Popeye. Popper ist das. Julian ist hüppig. Was ist los? Hast du es schwer, James? Ja. Der Regen will nicht aufhören, das nervt langsam. Ja. Andi? Schieb ihn mir mal rüber. Wie teuer war es, die Gewitterwolke zu James zu verfrachten? Ja, ich musste ein bisschen bestechen, aber es ging so. Ich wollte sie So, erst zu hier. dir schicken, ich habe dann aber gedacht, nee, den werfe ich das nächste Mal ein paar Mal rum, das So, reicht eigentlich. jetzt links. Ja, also Also hinten durch und dann ja, links. hinten unten durch. Genau. Nee, nicht unten durch, oben Muss drüber den und dann Nippel durch runter. die Lasche ziehen. Lasse. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach Hat oben Lasse drehen. damit zu tun. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Man muss mal überlegen, dieses Kultlied hat meine Frau nicht gekannt, ja. Was? Das kenne selbst ich. Ich Ja. auch. Lass mir Schlimm. was heißen als 97er, also Ja, hallo. eben. Wer baggert da so 97er-Jahrgang. spät noch am Bagger? Ein Lock. sehr, sehr geiler Jahrgang. Der Bodo mit dem Bagger und er baggert noch. Der Carsten mit dem Bagger und der Bagger. Andi, du bist nicht abgefahren, ja? Hä? Du bist jetzt nicht abgefahren, oder? Ja, bist doch da vorne, was willst du denn von mir? Okay, dann kann ich ja Gas geben. Hör mal, James. Ja, Carsten. Wieso ist denn dein Scheibenwischer an? Muss am Regen liegen. James, das irritiert unsere Zuschauer derart, dass du mit deinen blöden Scheibenwischern da rumfährst. Mach die mal aus. Achtung, einspurig. Ich könnte ja speichern und nochmal neu laden, aber da habe ich keine Nein. Lust drauf. Nein. Halt, stopp, ich Mann. möchte das nicht. Herr Tag. Ja, was denn? Warum bist du nur so nett zu mir? Ruhe vor dem Sturm. Achso. Warte, bis ich meine schon zerstörte Fracht los bin. Wenn ich meine Fracht los bin, dann gibt's Kirmes. Yay, Kirmes? Party! Kirmes? Mit Karussell und so. Ja. Der Carsten, mach doch mal die Funzel aus. Nein, da kommen LKWs und Steht ihr so. schon an dem Nervig, Auto? ne? Steht ihr schon an Die dem fahren wir sonst Autobahnkreuz? rein Ja, Steht wir ihr stehen schon schon an an dem dem Kreuz. Autobahnkreuz? Ist schon. Steht ihr schon an dem Autobahnkreuz? Ich wollte Steht ihr irgendeinen schon an Andi-Witz dem? Seht ihr bringen, aber es schon? hat nicht gepasst. Leider. Hm? Ich wollte irgendeinen Andi-Witz bringen, aber der Ja, hat nicht gepasst. wir sind hier an dem Andi-Freude. Autobahnkreuz und haben uns an die Seite gestellt. Das stimmt. Oh, da hinten ist so schön. Das ist irgendwie alles so mediterran aus hier. Kann sein, dass es dann, dass es hier einer von uns. Nee, ist es nicht. Nein, Es ist das wäre ein ganz Bohle. komisch. Der Ole Bohle. Ja, dann Der ist es Ole der Bohle. Jahrpack. Ole Bohle, Ole Ole komm. Bohle. Ole Bohle, Was? schwuppdidu. Ole Jatak, Bohle, wo bist Ole, Ole, du? Ole, 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 Ich Ole. fahr hier. Seh dich Er aber hat die nicht mehr. Anspielung verstanden. Ole, 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 schwuppdidu. Immer Ole, geradeaus, Herr Ole. Tag? Ja, immer geradeaus und nicht abfahren. Wie Das geht das Ole, wie geht das denn dann Kohle, weiter? Kohle, Kohle, Ole, Kohle, Ole, Kohle. Ole, Ra oder wie? Ja, nö, das ist eine. Tralalalalala, tralala, Stimmt, tralala, tralala, tralalalala. Cholera. Na, Olera. Was singt ihr da? Gronkh, Minecraft. Kohle, Kennst Kohle, du den Kohle. Kohle-Song Nie nicht? gesehen. Nee. Oh, Leute. Oder Jatak ist da hinten. Die Gronkh-Zuschauer von uns, die Minecraft geguckt haben. Ja, er spielt live in Ihr Sobus, kennt ich doch weiß. bestimmt noch. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Bekloppt allein. Ja, Guck das ja, an. ja, ja. Oder unten in Folge der. Oh, da kommt eine Kurve. Genau, 144. Oder war das nicht 141? Kann auch sein, ich kenne Eine das Lied von auf jeden denen. Fall. Den Bulimie-Song.
Genau, Bulimie, Bulimie, ich hab die Bulimie. Ich muss da mal rüber. Ja, mach das mal. Der Ja-Ja hat es einfach mal gemacht. Warum? Nee, ich werde den nicht an mir vorbeilassen. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist ein Blitzer, juhu. Juhu. Warte, dann muss ich eine blöde Grimasse machen. Hey. Aber ich, was ich bemängeln muss, ist, dass die Qualität der Fotos, die man mit so einem Blitzerbrief bekommt, sehr qualitativ minderwertig sind. Ja, das haben wir neulich auch festgestellt, ja. Also da sehe ich echt nicht gut drauf aus. Da bin ich nicht gut getroffen. Ja, also ich habe ja zu meiner dann, Frau so gesagt... Ich habe zu meiner Frau gesagt, also irgendwie siehst du besser aus als sonst. Nein. Dass die dir nicht irgendwann mal eine reinhaut, ey. Aber weißt Julian... Weißt du, der Andi beleidigt seine Frau, schlägt ihr noch einen Zahn aus? Ja, bei Gronkh ist das andersrum, da schlägt sie ihn. Ich wollte gerade sagen, er hat ja jetzt geoutet, dass er in einer Beziehung ist. Das ist ja genau andersrum, da schlägt sie ihn. Er ist jetzt mit Pandoria zusammen. Wir müssen abfahren. Seit dreieinhalb Jahren. Abfahren Richtung Düsseldorf, Köln. Mit der Tatjana. Wer ist mit wem zusammen? Gronkh mit Tatjana. Pandoria. Wer ist denn das nochmal? Die Cousine von Dennis Wert alias Mafuyu X. Hat er zumindest mal erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ach, war das diese, die da auch Let's Plays macht? Ja, genau. Ja. Ah ja. Und Streams und so. Ja gut, Let's Play unter sich. Ja. Na Julian. Nur wie Hase. Ja, aber der Julian will ja über YouTube keine Beziehung suchen, weißt du? Jetzt kann man sagen, bei Gronkh hat's doch auch geklappt. Das kannst du doch auch mal. Also ja, eben. Ein bisschen links. Ja, da ist eine Kreuzung, eine rote Ampel. Kreuzung, eine rote Ampel. Kreuzung, rote Ampel. Ja. Was bist du denn so panisch? Ja, ich weiß, dass mir immer jemand hinten drauf fährt. Ich hatte es gerade tatsächlich vor, du standst nur nicht im Weg. Wenn so jemand. Ja, wobei, Luisa wollte ja schon mal fast ihre Freundin mit ihm verkuppeln, aber da war sie ja schon vergeben, ne? Stimmt. Erinnerst du dich? Hab ich was verpasst? Josh? Ja, stimmt, da war was. Aber ich glaube, da war Julian der Tag damals gar nicht dabei. Nicht mitgefahren, da war der Hermi, glaube ich, dabei. Stimmt. Ich habe mich mit Hermi neulich auch mal unterhalten. Und habe gefragt, James. Ob Mathe üben nicht vielleicht noch eine Freundin für den Julian übrig hat, aber... Irgendwie wollte er nicht. Warte, also mal, der Hermi wollte das nicht. Das ist Josh, okay. Josh darf durch. Ja, ein Hermi hat gesagt, was kann ein Hermi dafür? Ey, Simulant, du fährst auf beiden Spuren. Nein, ich fahre in der Mitte. Ja, warum lachst du? Ey, du hast gerade so original getroffen. Was kann der Hermi dafür? Also ich kann ja gar keine Dialekte. Bei mir hört sich das scheiße an. Doch, du machst den Schwäbischen. Ja, ich kann, aber das liegt aber daran, dass sie einfach halt ein bisschen aus dem Schwäbischen kommen. Da geht es ganz gut, aber dann hört es schon wieder auf. Mhm. Dann ist vorbei. Ich kann gar nichts. Wir eigentlich die ganze Zeit. Wir fahren 110. Also wir fahren. Wir fahren immer Vollgas. Ich weiß, dass dein LKW damit überfordert ist. Gib nur ein Gas, Vollgas. Das nächste Mal fahre ich wieder Magnum. Das ist noch langsamer. Der schmilzt dir mit seinem Plastik aber unterm Hintern weg. Nee, ich rutsch euch dann hinterher. Leute, jetzt mal, wo ich jetzt hier gerade diese schönen Nachteffekte und so sehe. Oha. Überleitung des Todes. Fernbus-Simulator. Habt ihr die? Da hat jemand ein Schild umgefahren. Ihr müsst mal beachten, wenn er abbiegt, da hat jemand ein Schild umgefahren. Oh ja, ich war das. Ich wollte gerade sagen, links oder was? Links, genau. Ihr seid übrigens über Rot geballert. Nee, bei uns war doch grün. Nee, bei mir aber nicht mehr. Lustigerweise habe ich keine Strafe bekommen. Dann ist das alles sehr, sehr geil. Dann fahren wir auf die A4 Richtung Lüttich. Also erste rechts. Das haben Julian seine Überleitung echt kaputt gemacht. Das ist schlimm, gell? Ganz schlimm. Weil eigentlich sind Überleitungen, also wenn man das kann. Katastrophe. Wenn du schlecht im Schneiden bist, ist das eine Katastrophe. Also die Folge war jetzt echt schlecht. Ich wollte auch mal wieder die Latte ein bisschen tiefer setzen. Julian, leite noch mal ganz schnell bitte über. Also, habt ihr die Fernbus-Simulator-Screenshots gesehen? Nein. Fandet ihr die genauso geil wie ich? Ja. Total geil, hab ich nicht gesehen. Carsten? Ja, Carsten, geht mir genauso, sind total geil, hab ich nicht gesehen. Was, / Forum? Ja, guck dir die an oder das neueste Death Diary. Death Diary? Death Diary, weil... Das ist Todes-Diary. Was? Nein, DEV, Development Diary. Carsten, was tust du? Was denn? Du bist so... Da
Das nennt sich Entwicklertagebuch. Sekundenschlaf. Development Diary. Hey, wake up. War ziemlich knapp. Wo seid ihr jetzt schon wieder hin? Autobahn und dann geradeaus. Wie geradeaus? Ihr seid vor der Brücke, Brücke. Ne? Oh, das ist eine Brücke. Vor der Brücke. Ja. Das ist eine Rheinbrücke sogar. Geht's reinfahren. Geht's doch wieder raus? Ja, am anderen Ende. Unglaublich. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wollte ich nur mal gerade so einbringen. Jawohl, mein Gott. Seid ihr gerade an so Heuballen vorbeigefahren? Keine Ahnung. Bonanza-Kugeln. Ist dunkel. Bonanza-Kugeln, genau. Ja, hast kein Licht an, oder? Weiß ich nicht, es regnet. Unglaublich. Ich sehe aber auch keinen mehr. Ich habe zwei mehr hinter mir. Vor mir ist jetzt eine große Brücke. Ja, mit, das ist mit so großen. Genau. Alter, seid ihr genau schnell, ey. Die Brücke musst du nehmen und dann da runterfahren. Was? Nehmen? Du musst sie die nehmen. Du musst die nehmen und dann von der Brücke runterfahren. In das Wasser rein. Wie hat die Brücke denn am liebsten? Ja, tack. Also, in den Rhein rein. Da gibt es schon geradeaus. Eine Spur. Nee, Andi, danach kommt eine Gerade. Gerade. Und dann immer Richtung Lüttich. Ja, aber gerade ist besonders an so einer geraden ist ja, dass gerade nicht schief ist. Müssen wir irgendwo abfahren? Mir so eine Stange im Hals. Nein. Was? Nadja 19 arbeitet auf der Reeperbahn. Oh Gott. Was? Der Andi müssen hat eine 19-Jährige im LKW. Nee. Nee. Andi, das ist aber ein bisschen krank. Du bist 34. Du hast eine 19-Jährige. Was, der Andi hat eine 19-jährige Russin im LKW, ist scheiße, ich sitze im falschen LKW. Wer sagt denn, dass die 19 der Andi, ist? Der fährt, Josh, ja. Josh hat das gesagt. Kommt der da drauf, dass sie, woher will denn der wissen, wie alt du bist? Wir wollen gar nicht wissen, abfahren. Wie oft du da auf die Ehe kommst. Abfahren. Abfahren. Ist das jetzt dieselbe Abfahrt, wo ich bin? Nee, nein. Wir sind schon etwas weiter. Ja, ja. Es wäre ja schön, wenn wir mal hier ein bisschen Konvoi hätten, aber egal. Na, Luxemburg? Ich roll eh nur noch. Ich stehe unter der Brücke. Unter der Brücke? Ich stehe unter Regen, der Brücke. Oder was? Ja, genau. Da hat es nämlich keinen Regen. Cool. Bin ich nicht gerade an der Tanke vorbeigefahren? Ja, genau. Ich lade jetzt gleich nochmal neu. Nach der Grenze die Abfahrt rechts. Und nach der... Und dann direkt links. Nee, ich fahre hier weg. Ich fahre hier definitiv weg, weil wenn er um die Kurve geschossen kommt, dann ballert er mir hinten drauf. Muss ich jetzt hier runter oder nicht? Wenn du Punkte unter der Brücke siehst, ja, dann hättest du runter müssen. Cool. Deswegen sag ich ja, das ist... Deswegen haben wir gewartet. Ja, es nutzt mir aber nichts, wenn ihr irgendwo außerhalb steht, wo ihr ihn nicht seht. Deswegen haben wir ja gesagt, wir fahren hier runter Richtung Luxemburg. Gibt's da irgendwo eine Tankstelle? Es regnet immer noch. Ist doch gerade an einer vorbei. Ja, die Ansage, dass der Tank fast leer ist, kam erst 2 Meter dahinter. Vielleicht sollte ich mal Licht anmachen, wa? Wie werde ich den Regen los? Gar nicht. Hub nicht so blöd. Also du stehst da ein bisschen. Ja, an die auf der Landstraße kommt eine Tankstelle. Ich glaube, das war keine gute Idee. Nee, Josh, das ich hab gedacht, der Zaun ist gleich wieder vorbei. In ATS hat das auch funktioniert. Oh, Josh. In ATS hat das auch funktioniert. Ja, der ist ja hier vorbei. James, warum? Carsten, gibst du mal bitte Gas? Was zum. Nee, warum? Was macht ihr hier denn da? Genau? Was das? Ich komm nicht vorwärts. James, wo willst du hin? Der musste gerade die Poller nehmen. Weil jetzt kann ich mich auch noch wegteleportieren. Oh, komm hier nicht mehr raus. Ui, schön hier. Carsten, warum bremst du? Ich bremst nicht. Doch, du hast gerade voll gebremst. Oh, kein Regen mehr. Der Bahnübergang blinkt. Debüt. Passiert schon nichts, bis wir da vorbei sind. Debüt. Ja, aber wenn der blinkt, ist es richtig. Wir stehen bei der Tankstelle. Wenn der weiß blinkt, ist das richtig. Was ist denn daran richtig? Ja, nee, wenn der rot... Ist er noch ganz. Dann ist der Tag noch nicht gegengefahren. Jetzt müsst ihr auf mich warten. So. Wir warten an der Tankstelle, die auf der Landstraße ist. Ja, und auf Ja-Ja warten. Naja. Der mit seinem Ausflug in die Botanik vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, irgendwie so. Ach, wow, ich dachte nur der James. Nee, der Josh war schon vor dem James von der Botanik. Ich fühle mich hier wirklich wie bei auf Achse. Wo bin ich denn? Ich bin in Liège. Liège. In Liebe? In Lüttich. Ich hab gesagt, ich bin Liebe.
Wo seid ihr denn, um genau zu sein, dass ich mir mal einen Punkt setzen kann? Landstraße. Landstraße, Tankstelle. Warte mal, ihr seid die A4 Richtung Luxemburg gefahren, ne? Ja. Ach Mist, ich komme doch nicht mehr raus. Moment, wo ist Köln? Da ist die A4. Ja, setz dich doch zurück, dann kannst du mit dem James zusammenfahren. Mit dem will ich aber nicht fahren. Seid ihr in der Nähe von Triet? Hier sind Windräder. Guck doch mal bitte auf die Karte, ist da irgendwo Triet? Hilft den zwei, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt. Also hier stehen auch Leitpfosten an den Wänden. Wir sind so. In Köln rausgefahren, ne? Auf ja, die also, wo bist du denn jetzt? In Liger. Ja, dann musst du rechts. Fahrt ihr Richtung Luxemburg? Die A3 und dann fahrt ihr Richtung Luxemburg. Bei Triet die Landstraße runter. Ja, das wollte ich doch die ganze Zeit wissen, ob da Triet ist. Ja, ich guck doch jetzt gerade erst. Ja, mitten auf der Straße. So, dann fahr ich da jetzt hin. Ja, ich mit. Wir stehen dann da bei den Bahnübergängen her. Ach nee, das ist ja gar nicht. Wo bist denn du? Ich bin jetzt gleich auf der Autobahn. Was? Schon so weit? Ja, du hast ja die ganze Zeit da rumgehampelt.